Reiter bleibt weiter. Der alte Oberbürgermeister von München ist auch der neue und bereit für eine neue Amtszeit. 71,7% der Stimmen hat Dieter Reiter bei der Stichwahl von den Münchnerinnen und Münchnern bekommen. Damit hat er sich deutlich gegen die CSU-Kandidatin Christina Frank durchgesetzt. Oberste Prämisse für mich als Oberbürgermeister ist und bleibt, alle notwendigen Schritte zu initiieren und auch umzusetzen, um die Münchnerinnen und Münchner halbwegs gut durch diese Corona-Krise zu bringen. Und was erwarten die Münchnerinnen und Münchner vom neuen Alten? Dass er auf jeden Fall viel für die Umwelt tut und schaut, dass die Straßen wieder instand gesetzt werden, die hier alle wieder kaputt sind und in Bauarbeiten sind. Mehr Autoverkehr aus der Stadt rausbringt, mehr Radwege möglich macht und vor allem die Frischluftschneisen erhält. Ich hoffe, dass ein bisschen mehr was für den Radverkehr gemacht wird. Dass nicht so Schwachsinn gemacht wird wie in der Fraunhofer Straße, dass alle Parkplätze wegfallen. Weil ich bin selber Paketbote und ich weiß, wie das ist. Ja, dass es eigentlich so weitergeht, wie es bis jetzt gemacht hat. Christina Frank zeigt sich als faire Verliererin. Ohne das offizielle Endergebnis der Stichwahl abzuwarten, hat die Oberbürgermeisterkandidatin bereits gestern Abend dem Amtsinhaber gratuliert. Ich glaube, dass die Münchner gerade in einer Zeit, die so schwierig ist und wie sie wahrscheinlich die wenigsten schon mal erlebt haben, sehr, sehr stark auf das Thema Stabilität gesetzt haben und deswegen für den Oberbürgermeister gestimmt haben. Als Kommunalreferentin betreut Christina Frank unter anderem die städtischen Immobilien, die Abfallwirtschaft und die Märkte. Und alleine in diesen drei Bereichen, und es sind noch unzählige mehr, stehen wir natürlich vor größten Herausforderungen. Dafür werde ich meine gesamte Energie jetzt auch in den nächsten Wochen geben und Seite an Seite mit dem Oberbürgermeister dafür sorgen, dass unsere Landeshauptstadt München aus dieser Krise auch gewachsen und gestärkt hervorgeht. Wir in München tun jedenfalls jeden Tag alles dafür Sorge zu tragen, dass gewährleistet ist, dass wir auf alles vorbereitet sind, auf das, was schon da ist und auf das, was noch kommt. Und das ist das, was ich Ihnen verspreche und das werden wir auch weiterhin tun. Auch ohne Wahlkampf in den vergangenen zwei Wochen hat die Stichwahl gezeigt, die Münchner wollen mitbestimmen. Denn beim zweiten Wahlgang haben mehr Menschen ihre Stimme abgegeben als noch vor 14 Tagen. Und Dieter Reiter bleibt noch für weitere 6 Jahre auf dem Chefsessel im Münchner Rathaus.